Können Burger und Pommes dir einen Urlaub im Wert von über 1500 Euro sponsern? Die Antwort ist ja. Mit einfachen Regeln und kühlen Kopf ist alles möglich. In diesem Video zeige ich dir, wie ich als normaler Angestellter ganz entspannt und nebenbei ein paar extra Euros verdiene. Außer du bist immer noch der Meinung, dass Aktien und Börse etwas Böses sind. Dann kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ansonsten bleib dran und ich zeige dir, wie die Börse dein bester Freund werden kann. Ich gehe davon aus, dass du schon vermutet hast, dass es heute um die McDonald's-Aktie geht. Der Aktienkurs war von Ende Mai bis Ende Juli historisch gesehen ziemlich sexy. Yeah, baby! Yeah. Und da bin ich in 4 Schritten großzügig eingestiegen. Am 24. Mai 8 Aktien beim Kurs von 239 Euro für insgesamt über 1900 Euro. Am 28. Mai noch weitere 7 Aktien beim Kurs von 234 Euro für insgesamt über 1600 Euro. 2 Wochen später habe ich alle meine Puma-Aktien verkauft und das Geld in McDonald's reinvestiert, also nochmal für 3300 Euro nachgekauft. Und am 3. Juli habe ich noch weitere 7 Aktien beim Kurs von 232 Euro für insgesamt über 1600 Euro geschnappt. Wie erwartet hat sich der Kurs erholt und nicht mal 5 Monate später könnte ich mit dieser Investition über 1500 Euro Gewinn machen. Du fragst dich bestimmt, wie ich das hinbekommen habe, bzw. woher ich wusste, dass die Aktie steigen würde. Ganz einfach, indem ich diese Checkliste durchgegangen bin. Unternehmen oder Branche nicht im Hype. Unternehmen ist über 10 Jahre lang an der Börse. Unternehmenssitz in USA oder EU, Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Aktienkurs mindestens 20% unter dem All-Time-High, KGV ist positiv und unter 40, aktuelles KGV niedriger als historisches KGV, historische Nettomargen wachsend oder stabil, Prognosen sind optimistisch, Burggraben oder zumindest hohe Wettbewerbsfähigkeit, keine Auffälligkeiten bei der Verschuldung. Wenn du diese Punkte abhaken kannst, hast du schon die meisten Schrottaktien und überbewerteten Unternehmen aussortiert und es kostet dir weniger Zeit als beim Lidl einzukaufen. Also sei nicht faul und kümmere dich um dein Geld, denn das Ziel ist es, es zu vermehren, nicht zu verlieren. Wenn du dich zusätzlich von der Masse abheben und noch höhere Gewinne erzielen willst, empfehle ich dir immer einen weiteren Check durchzuführen. Dieser Check kostet mich persönlich maximal 5 Minuten extra, aber ich kann das Potenzial der Aktie viel besser einschätzen als die meisten Privatanleger, indem ich die Owner Earnings und den tatsächlichen inneren Wert der Aktie ermittle. Ich kann es dir nur empfehlen. Ob du es machst, ist deine Entscheidung. Aber falls du nach höheren Renditen strebst, schau dir dieses Video dazu an, indem ich dir eine einfache Anleitung gebe, wie man den inneren Wert einer Aktie ermitteln kann. Du fragst dich bestimmt, wozu das ganze Video? Nur um zu zeigen, wie cool ich bin und wie viel Kohle ich verdient habe? Nein, ich möchte dich motivieren, dich mehr mit Aktien und Börse auseinanderzusetzen und wenn möglich dich inspirieren, dein Geld für dich arbeiten zu lassen und dabei gegebenenfalls passives Einkommen zu generieren. Wenn du wie ich 40 Stunden die Woche oder mehr arbeitest und definitiv nicht bis zum 67. Lebensjahr auf die Mini-Rente warten willst, sondern schon vorher mehr Freizeit oder Geld haben möchtest, dann musst du selbst etwas tun. Dieses Jahr könnte ich so investieren, dass mein Aktiendepot zukünftig über 350 Euro Dividenden pro Monat generiert. Vor 5 Jahren hatte ich von der Börse null Ahnung. Übrigens, wenn du nach einer guten App suchst, um Dividenden zu tracken, kann ich dir MyDividends24 empfehlen. Einfach das Depot oder Depots importieren und dann siehst du hier alle deine Aktien und Dividenden pro Jahr oder pro Monat. Hier zum Beispiel meine McDonald's-Position mit 36 Aktien, die ich natürlich nicht verkaufen werde, um meinen kommenden Urlaub zu bezahlen, weil ich an das Unternehmen glaube und die Aktien 10 Jahre oder länger halten möchte. Und ganz wichtig, nächstes Jahr bekomme ich von McDonald's über 250 Euro Dividenden dazu und wenn ich die Aktie bis 2030 halte, wird sie mir über 4% Rendite bzw. mehr als 360 Euro Dividenden generieren.
generieren. Den Link zur App packe ich in die Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du meinen Weg zum Millionendepot als Angestellter verfolgen möchtest, dann vergiss nicht, den Daumen hoch zu geben und den Kanal zu abonnieren. Hier blende ich die aktuellen Zahlen meines privaten Aktiendepots ein, damit wir beide im Jahr 2036 den gesamten Weg schön nachverfolgen können. Bist du gespannt, ob mir das gelingt? Ja, das bin ich auch. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, Kakao.